Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die am 13. Tag um 3.28 Uhr. Ja, wir sitzen immer noch in der Wüste. Ich habe gerade ein Hühnchen irgendwo gackern gehört. Das kam irgendwo da aus dieser Richtung. Wir waren auf dem Weg jetzt zum Campfire, um unser Fleisch abzukochen. Beziehungsweise abzubraten. Wir haben ja hier keinen Kochtopf an unserem Campfire. Das müsste ja hier irgendwie jetzt gleich kommen. Wir haben das ja extra markiert. Irgendwo da dran vorbeigelaufen. So, dann können wir das nämlich gleich noch hier abkochen. Abbraten. Nicht abkochen. So, Holz brauchen wir. Und dann müssten wir eigentlich satt sein. Sollten wir da keine Probleme mehr bekommen? Ich weiß gar nicht, ob wir uns nochmal so ein Süppchen machen könnten. Weiß ich gar nicht. Warte mal, so Vegetarier. Wir hatten ja eigentlich die Pilze, haben wir ja auch gefunden gehabt. Das heißt, die könnten wir eigentlich mal einpflanzen. Und ich glaube, Kartoffeln hatten wir nicht, ne? Soweit ich mich jetzt erinnere, Kartoffeln waren alle. Also haben wir alles richtig gemacht. Wir haben das jetzt hier einfach so gefuttert. Hi! Guck mal! Hier, ein Kollege! Wo wolltest du denn jetzt hin, sag mal? Naja, gib mir auch eine Schelle. Alles klar. Aber nicht mal schöne Sachen hast du bei. Immer diese Gewalt hier, ne? Nicht mal Hallo sagen oder sowas. Einfach rangerannt hier, gleich eine Schelle gegeben. Unfreundlich. Einfach nur unfreundlich. Ich mag keine Gewalt. Mag ich nicht. Das würde ja heißen, ich schieße den da einfach mal einen Pfeil in den Arsch. Ja, das wäre Gewalt. Mache ich nicht. Ich habe daneben geschossen. Hä? Hallo? Nee! Nein, das war ich nicht. Nein, keine Gewalt. Sowas machen wir nicht. So, wir gehen mal jetzt hier noch in die Mine rein, weil ich will da noch die Fire Axe mitnehmen. Weil wir brauchen ja wirklich Holz. Und dann können wir da gleich mal rein. Können auch gleich mal hier in der Kiste ein bisschen sortieren. Weil wir haben da ja auch ein paar Sachen drin. Ach, guck ich, hier ist mein Essen. Siehst du? Sag ich doch, haben wir mitgenommen gehabt. Dann lass uns mal hier noch ein bisschen trinken da. Oh, das müsste erstmal. Wollen wir noch was essen für die Wellness? Ja, ne? Essen wir mal noch was. Gut, haben wir noch irgendwas, was wir jetzt hier. Lehm brauchen wir nicht in der Forge. Dann schmeißen wir hier mal Fenster raus. Das Flacheisen. Ach, guck mal, wir könnten doch. Ja. Das habe ich doch wieder bei Free Spirit mal gesehen. Ich habe das nämlich total vergessen, dass man das Werkzeug ja jetzt reparieren kann. Dann reparieren wir uns doch hier einfach mal die Feueraxt. Reparieren. Tudum. Okay. Gut. Rest können wir erstmal behalten. Dann können wir abholzen gehen. Oder? Fell brauchen wir nicht, das. Nee. Ist nichts Spannendes drin, ne? So. Holz mal hier den Nadelwald ab, ja, wa? Gehen wir einfach mal hier hin und dann. Taschen sind ja quasi leer. Quasi. Das müsste auch erstmal reichen. Wir müssen ja nicht sonst wie viel Holz abkloppen. Das müssen wir ja nicht.
Wir sollten uns vielleicht noch Tee. Obwohl, Tee haben wir im Feld noch, ne? Ich glaube schon. Da müsste noch Tee drinne sein. Da war noch irgendwas. Wir müssen die Mauer fertig machen. Holz, damit wir die Campfire und sowas alles anschmeißen können. Vielleicht noch ein paar Woodframes irgendwie so, wa? Und dann sind wir. Duct Tape. Wollen wir das scrappen? Was passiert denn da? Okay. Wahrscheinlich Stoff. Ein paar hiervon haben wir. Das ist auch okay. Ja, mir würde jetzt nichts mehr einfallen. Also, denke ich, sind wir für die 14. Da ist ein Tier. Links. Guckt mal. Und wir haben volle Taschen. Warte, na, schmeißen wir doch das raus. Ganz kompromisslos schmeißen wir einfach was raus. Ja, rennt nur um dein Leben. Bist du saftiger Würste. Gut. Hier. Obwohl, jetzt haben wir natürlich Fell. Fell brauchen wir nicht. Junge, Fell brauchen wir nicht. Oder schmeißen, komm, wir schmeißen die Glasflaschen raus. Ich glaube, die brauchen wir absolut überhaupt nicht. Noch irgendwas Interessantes? Nein. Das waren jetzt nur drei? Echt? Nur wenig? Na gut, weiter. Drei ist ja nicht viel, ne? Drei ist ja fast gar nichts. Da habe ich ja fast beim Hasen mehr dran gehabt. Oder beim Huhn. Ja, überlegt mal. Brauchen wir noch irgendwas für die Horde? Nö, ne? Spiderschutz wäre noch vielleicht wichtig. Aber das will ich ja bauen aus den Brinksteinen und ich glaube, die kriegen wir noch nicht so jetzt gebaut in der Menge. Gut, Holz haben wir auf jeden Fall genug jetzt zum Abfackeln. Federn haben wir auch. Wie viel haben wir sowieso? 85 Schuss und einer ist geladen. Ja, das müssten wir auch hinbekommen. Die Keule sieht eigentlich auch noch gut aus. Schauen wir mal, wie viel Eisen wir jetzt geschmolzen haben. Waren ja jetzt die ganze Nacht hier unterwegs, also muss da ja ein bisschen was drin sein. Wahrscheinlich hatten wir gar nicht so viel Kohle reingeschmissen. Ja, und den Eingang, den müssen wir dann jetzt hier irgendwie nach der Feralhorde mal machen. Das gefällt mir so nicht. Das sage ich immer wieder, ne? Weil es mir halt einfach nicht gefällt. So, schmeißen wir mal die Kohle rein und hier, guck mal, die Steine. Die. Die will ich eigentlich haben. Warte mal, wir nehmen mal das Eisen raus. Das müsste im Grunde genommen reichen, das Iron. Wir schmeißen die Steine rein. Dann können die Steine schmelzen und in der Zeit machen wir uns hier mal diese Pfeile.
da. Brauchen wir 193. Naja, ist ja nicht schlecht, wa? So, können wir mit den Met was anfangen? Nee, ne? Kartoffeln fehlen. Meine ich doch. War doch so. Dann lass uns mal die Pilze einpflanzen. Wir haben ein ganz großer Pilzbauer. Jo. Tada, oh, die sehen süß aus, oder? So, was können wir machen? Guck mal, Kartoffeln, fertig. Kartoffeln sind ja fertig. Dumm, die so. Oh, 12 Kartoffeln. Na, jetzt geht's hier aber los. So, dann machen wir hier mal nochmal 4. Das müsste ja reichen. So viel können wir ja eh nicht futtern, ne? So, wir können das hier gleich einpflanzen, weil die Tasche ist eh voll, landet eh alles jetzt im Gürtel. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Gut. Dumm, dumm. Da. Ach, das Vogelzwitscher ist toll, oder? Oh, komm. Na. Wieder nicht. Gut. So, dann Mais. Mais brauchen wir immer viel. Machen wir mal 8. Mais ist wichtig. Na. Ich finde das so schwer, die jetzt einzupflanzen hier alle. Ich weiß nicht, war auch mal leichter. Da klickst du und klickst und klickst und klickst und klickst. Damals brauchten die Pflanzen ja auch noch, so wie in Minecraft, Wasser. Brauchen sie aber nicht mehr. So, Kaffee können wir auch jetzt mal... machen wir 2. Na komm schon. Da. So, Tee brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir haben Kaffee. Gut. Dann machen wir das so. Hier haben wir auch nochmal Tee. Alles gut. So, was sagen die? Ja, haben wir ja bald. Achso, jetzt kann ich das nur scrappen, weil ich nicht die Taschen voll habe. So, warte mal. Wir müssen hier mal die Taschen leer bekommen. Das kommt hier rein. Die Pokale kommen. Ja, dahin. Das Fell kommt dahin. Das kommt dahin. Die Federn, die ändern wir jetzt gleich zu Pfeilen. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Den Nagel hatten wir gecraftet. Ich finde die Sortierung hier noch schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das müssen wir auch nochmal machen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Fackeln, ja. Achso, der Kleber noch. Kleber raus. Den brauchen wir auch nicht. Gut. Mais, Kartoffeln und Wasser. Dann könnten wir... Das passt. Dann machen wir das. Holz ist genug drin. Super. So, Kartoffeln können hier rein. Mais kann wieder rein. Gut, können wir noch was machen? Ach so, Mensch, ja, siehst du, wir wollen hier den Tee. Und wir brauchen mal Kaffee, ne? Einfach nur mal so. Kaffee, Kaffee. Gut. Dann können wir hier jetzt stoppen. Mann, das ist ja hier wieder aufregend, wa? Von innen Ort zum nächsten. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Steine. Dann machen wir jetzt uns 29.
Das ist ja gar nichts. Was kosten die denn? Das sind, ist ja die billigere Version, glaube ich, ne? Nein! Okay. Es gibt keine billigere Version mehr. Guck mal, die Steine hier damals, die musste man aus den Bringsteinen erstmal bauen. Jetzt sind die, ist das alles das gleiche. 10 und 60 und 10 und 60. Na gut, dann machen wir es so. Hilft ja nichts. Es hilft halt nichts. Ja, so, das kann da hoch wieder und das kann auch dahin. Das kann rein. Jetzt noch die Pfeile machen. Gleich kommt eh eine Kreischerin. Ich habe das schon, ich spüre das schon wieder. Wie viel Hunger haben wir? Lohnt sich? Lohnt jetzt nicht, oder? Lohnt nicht, glaube ich. Shotgun. Zack. Die Pfeile kommen auch dahin. Gut, was brauchen wir noch? Die Mauer weitermachen, ne? Ich weiß gar nicht, geht das mit der Wrench vielleicht schneller? Wo haben wir denn die Steine überhaupt hingeschmissen? Aber das geht bestimmt mit einem Clawhammer besser. Hier. Weiß nicht, das ist zwar irgendwie langsamer, aber irgendwie kommt es mir schneller vor, oder? Stopp doch mal die Zeit. Also warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, das ist einer mehr, ne? Aber trotzdem, mir kommt das vor, als... als würde die Wrench schneller zuhauen, oder? Jetzt sagt mal ehrlich. Guck mal, das geht hier so tock, 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 tock. Das geht mit der Wrench schneller. Auch wenn die weniger Prozente hinhaut, im Grunde macht sie ja auch nur 3% weniger. Ups. Aber die kloppt schneller zu, ne? Ich mach's jetzt mit der Wrench. Ihr könnt's ja in die Kommentare schreiben. Nee! Was hast du jetzt für Zeit gekostet, weil du das mit der Wrench gemacht hast? Aber ich hab das Gefühl, dass das schneller geht. So, dann sind wir auch schon gleich wieder fertig mit einer Folge. Tja, in der nächsten Folge werden wir natürlich die Mauer ein bisschen weitermachen und die letzten Vorbereitungen noch so ein bisschen für die Feralhorde machen. Wir müssen uns auch wieder neues Wasser holen, Wasser wieder abkochen und ich gehe davon aus, in der nächsten Folge wird eine Kreischerin vorbeikommen. Also ich denke mal, in der nächsten Folge haben wir auch ein bisschen was zu tun. Warte mal. Nö. Okay. Ich habe schon Hallos. Davon gehe ich einfach mal aus, dass das so sein wird. Hatten wir gar nicht mehr hier die... Doch, hier 5. Naja, ist ja jetzt nicht viel, ne? Dachte, wir hätten mehr. Ja, also das erwartet uns mit Sicherheit in der nächsten Folge, weil wir haben Campfire an und Forge und ja. Wird lustig. Kurz so vor der Horde. Aber gut. Und dann werden wir natürlich auch ein bisschen anfangen, hier die Wände hier ein bisschen hochzuziehen und sowas alles. Also, ja, schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein.
Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge dann. Tschüss!